die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Wir sind in den Tiefen von Gruldor durch den Teleporter durchgegangen und ja, bisher noch keine Gegner, aber hier sind alte zyklopische Artefakte, die wir brauchen, um durch irgendwelche drei seltsamen Türen zu kommen. Eins haben wir schon gefunden, zwei fehlen noch und wir sind einem Zwergengeist begegnet, der wohl irgendwie was von seiner Liebsten, ein Amulett hat und seitdem hier, das ist ihm wohl verloren gegangen und seitdem schwirrt er hier in diesen komischen Dungeon rum. Jo. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist das? Ach, Adlerauge, den hatte ich eben drin. Wo sich dieses Amulett befindet. Wollen ihn natürlich erlösen. Hier ist wieder eine rissige Wand. Beschworen. Ah, nee. Ja, genau. Da standen wir eben vor. Und wussten nicht, wie wir sie öffnen. Ich habe irgendwo einen Schalter sehr wahrscheinlich übersehen. Da wäre es gut, den Zwerg bei zu haben, der. Oh, oh, oh. Schmaragdspinnen. Aber kleine Schmaragdspinnen. Sagen, da gehen wir erstmal gute einfach weiter. Gute Entscheidung. Zeig einfach mal Angriff. Und zwar. Fulminictus. Fulminictus. Dezeption. Dich lasse ich mal auf. Zusammenhalten. Das geht nicht gut. Amazone voraus. Du darfst mal einen Rundumschlag machen. So, jetzt haben wir doch eine ganz andere Auswahl. Gehen wir auf den. Und Magica Perturbatio. Ja. Kuckum. Kuckum. Komm nochmal einen Rundumschlag. Und alle um mich herum. Yeah. Good job. Also, die halten viel aus. Dann keine großen bei sind. Das ist natürlich ein bisschen Munitionsverschwendung, aber mein Gott, wir haben genügend dabei. Aber es dauert mir doch zu lang. Das bin ich. Kommt die mal aus dem Weg. Habt ihr irgendwas Wichtiges für mich? Nö. Spinnenfangzähne. Braucht kein Schwein. Die brauche ich dann sehr wahrscheinlich für irgendeinen bestimmten Trank, den ich gute Entscheidung. Aber. Das Risiko gehe ich ein. Das Einsammeln dauert ewig. Und ich brauche es eigentlich gesagt nicht. Keine Geldnot. Keine Itemnot. Noch mehr von denen. Zum Angriff. Ja, komm. Macht's immer nieder. Gewürm. Oh, oh, oh. Stopp. Eine Schmaragdspinne. So ist das also. Versuchen wir sie mal mit Todesstoß runterzuhauen. Jetzt wird's ernst. Du darfst einmal deinen Meisterschuss machen. Und dich lasse ich einmal Ignifaxius drauf. Ich nehme die Sache in die Hand. Einen Wortschlag machen. Compareo. Dann zeig mal. So, schlechte Sicht. Ha! Wir haben sie one-shotted. Bam, 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 bam. Sehr wahrscheinlich durch die kritischen Schaden. Wir können das ja mal angucken. Falls wir es noch finden. Kleine Schmaragdspinne? Ne, das kann nicht sein. Schmaragdspinne tot, genau. Todesstoß gegen Schmaragdspinne gelungen. Drei Wunden, 22 Schadenspunkte. Richtig geil. Rüstungsschutz minus 4 direkt bekommen. Und dasselbe wird auch der Tarnes Drachenboot. Nachladen des Bogens. Hat er bestimmt vorher schon mal geschossen. Shit, so weit können wir nicht mehr hochgucken. Naja gut, auf jeden Fall haben wir sie ziemlich schnell niedergemacht. Sehr effektiv, der kritische Schaden. Bei 250 Schadenpunkten haben wir nie im Leben gemacht in so kurzer Zeit. Hey, ja. Du musst dich alle neu buffen. So ein Hammerdruck zu kurz. Der Sieg ist unser. Yeah, der Sieg ist unser. Was hat die Schmaragdspinne bei sich? Ein paar Seitendrüsen, die sind was seltener, die nehmen wir mit. Und ihr dürft nochmal. Vollzeit. Gut, gut. Magica Perturbatio. Ja, das sind 5 Minuten. Alle mal hergehört. Ha, Spinneneier. Nieder. Wie hieß nochmal der Spinnengott? Oder Spinnendämongöttin? Ach, komm nicht drauf.
Mist, wie war das nochmal? Das musste ich nämlich eingeben bei Teil 1. Kommt jetzt nämlich, bei Teil 1 ja schon bei der Nordrand-Trilogie, dem ersten Teil, da kommt das vor. Gott, das wusste ich doch auswendig. Egal. War irgendwas mit einem Mönch. So, Schmarktfälle. Zum Angriff. Da machen wir doch dasselbe Spielchen nochmal. Einmal das der. Das bin ich. Einmal der. Sekaria, gute die Königin für Rondra. Zack. Ah, das wird Spaß. Dann eben ich. Ich mach das schon. Ja, Mann. Fette Truppe. So, links oder rechts? Ich glaube, wir gehen oben lang. Cutscene. War wohl die richtige Entscheidung. Mhm. Zwergengeister am Kämpfen. Seltsame Erscheinungen wurde aktualisiert. Aktualisiert, dass wir das erste Mal eine seltsame Erscheinung gesehen haben. Seltsame Erscheinungen spuken in den Tunneln von Gruldo herum. Wir sollten dem nachgehen. Beobachte die Erscheinungen. Ich habe seltsame Erscheinungen beobachtet und sollte die Augen offen halten. Vielleicht werde ich noch weitere Geister sichten. Mir schien es, als wollten sie mich auf etwas hinweisen. Dass die Zwerge vielleicht was Böses hier vorher gemacht haben? Alle mal hergehört! Gegen diese Kulte? Oder wie heißen die? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat hier ein Kampf stattgefunden. Hä? So viele Gänge? Alle verzweigt? Hä? Hä? Sag, bin ich denn auf dem richtigen Weg? Richtiger Weg? Ja, ja. Aber er hat es verstreut. Jedes Teil. Woanders. Aufhalten will er dich. Wer will mich aufhalten? Er. Er hat es verstreut, sein Amulett wohl. Zerschlagen. Mehrere Teile, verstehe. Wer? Von wem redest du? Und was hat er verteilt? Die Schlüssel. Er hat sie tief verborgen, auf dass niemand seinen Schatz erlange. Ah, mein Schatz. Hm. Die Schlüssel für die anderen Rundtüren? Ich werde sie finden. Weißt du mehr über den Schatz? Und wer ist er? Der Schatz. Er bewacht ihn. Er trägt an allem Schuld. Er ist der schlimmste aller kleinen Scheusäule. Ziemlich cool gemacht. Macht echt Spaß. Storytelling. I love it. Okay, wir haben zwei Wege wieder. Mist. Ist ja richtig verzweigt, aber das können wir bestimmt so rum. Dann gehen wir erstmal da lang. Das sieht doch schon eher nach einer Sackgasse aus. Nix verpassen. In der Ecke. Nö. Hoch. Und wir haben Wühlschrate. Och, ihr kleinen Wühler. Na gut. Zum Angriff. Dann ist das halt so. Ha! Na klar. Das war das Falsche. Das da. Genau. Fruchtschlag. Vor mir nixen. Schauen wir mal, was ihr aushaltet. 50. Nö. Dann würde ich sagen, stürm du mal nach vorne. Dass wir den nächsten in Sicht haben. Zum Sieg. Genau. Magica Perturbatio. Falle ausgelöst. Was für eine Falle? Mensch, der hält einiges aus. Der hat eine hohe Verteidigung, sehr wahrscheinlich, ne? Also, hohen Rüstungswert. Ignifaxius geht auf den. Wieso ist der dann schon verletzt? Seltsam. Sind wir vielleicht auf unterschiedliche gegangen? Keine Ahnung. Okay, ich würde sagen... Ah, jetzt hast du den Ignifaxius beendet. Echt jetzt? Verdammte Scheiße. Ich wollte eigentlich mit ihm da drauf jetzt gehen. Und... Fulminicten. Der ist fast tot. Das kann die Olana alleine machen. Kann die durch. Ich auch da drauf gehen. Dann eben ich. Ja, zum Sieg. Du gehst jetzt auch da drauf. Hey, gute Entscheidung. Kompareo. Oh, was wollt ihr denn alle hier?
okay, der wird verbluten. So, da kommt schon wieder einer näher, das gefällt mir nicht. Wir haben noch 15. Ja, das ist besser als nichts. Machst das du mal bin einen. Ich? Da ja, auf den Thorax. Ein. Ich? Und du kannst hey, einmal hier. Na, Feuer klappt sehr gut. Alle mal hergehört. Ja, meine den bitte töten. Der hat wie viel noch? 7, das machst du mit normalen Hits. Der ist auch fast tot. Ja, geh du ruhig auf den. Komm, haut den tot. Was passiert hier? Stehen die wieder auf? War der nicht ihm tot? Sehr seltsam. Geht mal alle bitte auf den. Einer eurer Vetter wohnt bei mir zu Hause. Ich für hab doch gar Königin. Nichts gegen euch. Für Rondra. Ja, los. Rondra, hau ihr auf den alles Lust. Alles Quartus. Komm. Achso. Komm. Das ist Blödsinn. Ja, besser als nichts. Und fort ist er. So, komm mach schon. Mal das, mach mal das. Gut, gut. Ich nehme die Sache in die Hand. So, den. Das muss eigentlich gewesen sein. Jo. Die geben 5 Erfahrungspunkte, Abenteuerpunkte. Das ist ziemlich cool. Und sie droppen nichts. Naja. Dann ist dem halt so. Ach, keine Astralenergie mehr. Folgt mir. Auch nicht. Amazone dann geben wir erstmal was weiter. Und hoffen, dass nicht direkt wieder ein Kampf kommt. Was habt ihr hier beschützt? Falle ausgelöst. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht mir wieder nach Kampf aus. Deswegen auf jeden Fall. Ich gelinge im Schein der Macht. Ist auch fast weg. Wir machen ein neues Skelett. Sikarian. Und wir machen uns wieder Licht. Alle mal hergehört. Und weiter geht's. Ah, eins der zyklopischen Artefakte. Was? Was? Was greift mich an? Ach du Schande. Feuergeist. Also da wird der Ignifax das wohl kaum was bringen. Wir konzentrieren uns mal auf wen? Auf für den die da, Königin. Für Rondra. Die Frage ist, kannst du mit Kampfwaffen Schaden darauf machen? Vielleicht, weil es eine Drachenwaffe ist. Hoffen wir es mal. Kurkum! Ja, du hast leider nicht viel Astralenergie, also machst du... Magica Perforbatio. Wie viel hast du denn überhaupt? 150 hat einer von denen. Okay, wir konzentrieren uns auf jeden Fall auf einen. Hätte ich wohl doch warten sollen. Okay, der macht mit Nahkampfwaffe Schaden. Ich denke, man kann das alle. Und wir brennen. Ah, sobald wir in der Nähe von denen sind, brennt man. Stirb. Ach du Schande. Das hat mir nochmal Schaden gemacht, oder? Oder sah das nur so aus? Feuergeist tot. Schwer zu sagen. Weiß nicht. Weiß nicht. Das ist aber doof, dass wir so nah dran stehen. Okay, alle komplett da drauf. Hätte vielleicht ein paar Brandsalben mehr mitnehmen sollen. Der ist nicht mehr lange da. 16 noch. Kannst eigentlich direkt schon mal wieder einen neuen hochbeschwören. Sikarian. Genau. Ruf mal Sikarian zur Hilfe. Meine Rache. Ruf da. Todesstoß, ob der was bringt. Wir können das mal versuchen. Und du darfst vor mir nicken. Pause. Hat das was gebracht? Ha, Ignifaxius zaubern die Mistschweine. Okay, Olana macht auf jeden Fall Schaden. Todesstoß gegen Volk. Ah, misslungen. Minus 6 ausweichen. Schade, der hat nicht geklappt. Folgt mir. Das ist natürlich doof. Arquartus. Versuch mal einen Meisterschuss.
So. Wurfschlag gelungen. Thanes Drachenblut brennen. Wo ist der Attacke? Ist noch nicht. Ah, jetzt hat er geschossen, ne? Genau. Meisterschütze gegen Feuer. Misslungen. Weichen aus. Ach, das ist nicht gut. Ich hätte ja echt Schwert gebraucht. So ein Mist. Da hätte ich wenigstens noch den Schild des Fendral dabei gehabt. Also das hier, die Lebensenergie, das sieht auch alles nicht gut aus. Gefällt mir alles nicht. So, du rennst jetzt mal bitte irgendwo in Sicherheit. Nicht, dass die Explosion hier wirklich einen hier total wegdöngelt. Dasselbe gilt für dich. Wir schicken dich mal dahin. Und die drei Nahkämpfer bleiben mal vorne. Zum Angriff! Genau, zum Angriff. Das war mal fummelig. Das Mistvieh folgt. Boah, das sieht gar nicht gut aus hier. Wieso hast du auf einmal so viel Schaden genommen? Während der Bewegung nimmt man mehr Schaden durch Brennen, kann das sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollten wir schnellstmöglich Heilung zu uns nehmen. Und Jost, du bist eigentlich The Man. Problem ist, wir brauchen das für das nächste Skelett hochzubeschwören. Ah, das ist echt doof. Vielleicht hätte ich das Artefakt aufheben. Ah, da kommen wahrscheinlich noch drei weitere oder so. Mist. Ja! Ja, ja, greif mal an. Ich mach das schon. Ja, mach das mal. Hau rein. Für die Königin. Bitte das Mist. Für Rondra. Bam. Okay, wir haben eins wieder erledigt. Wo ist das nächste? Da. Direkt neben uns. Mistvieh. Die sind echt übel. Was ich super finde. So, du hältst noch recht viel aus. Ich glaube, wir opfern einfach die Astralenergie. Magica perturbatio. Und der Rest haut einfach irgendwie drauf. Dich lassen wir nochmal versuchen. Hier so ein Meisterschuss. Vielleicht klappt das ja. Oh. Die Lebensenergie im Auge behalten von den Jungs. Ja. Ja. Ups. Ah, da ist der nächste schon weg. Das ging jetzt recht schnell. Okay. So viel dazu. Ist da noch eins? Naja, sie brennt einfach nur. Ja, ja. Brenn du mal weiter. Das ist schon überleben. Kritische Wunde, die müssen wir wegkriegen. Gute Entscheidung. Das machst du. Einmal so. Und ihr kriegt erstmal eure Astralenergie wieder. Heb ich das da jetzt auf? Erstmal Quicksilver. Und dann schauen wir, ob das. Ja, Erfahrungspunkte. Lesen uns das natürlich durch. Benutze den zweiten Schlüssel. Mit dem zweiten Zyklopenschlüssel kann ich hoffentlich eine weitere Tür öffnen. Das ist klar, aber ich glaube, wir suchen direkt den dritten. Wir rennen jetzt nicht extra zurück. Eine Kiste. Jede Menge Holzgedöns, Zunderschwamm und dergleichen. Oh, Edelsteine, Blattgold, sehr schön. Alles viel wert? Nehmen wir mit. Ja, die Energie ist nicht so prülle. Ich würde sagen, du darfst mal die Truppe hier heilen. Nandos. Einmal. Zweimal. Komm, Pareo. Gute Entscheidung. Passt doch jetzt hier, oder? Da war eingestürzt. Dann gehen wir mal hier runter. Ja. Okay, und uns greifen schon wieder diese Glücksparte an. Alles klar, Quartus. Ah! Mist, der hat einen Trank genommen. Kann das sein? Ich habe mich da verklickt. Falsche Leiste drin.
Ich nehme die Sache in die Hand. Ich hier mal was erkenne. Drei Stück noch. Nee, vier, fünf, kann das sein? Ah nee, der fällt gerade. Vier Stück noch. Dann würde ich sagen, die ganze Truppe mal auf den. Und zum Angriff! Komm schon! Einmal den, das soll es gewesen sein. Hm. Und du darfst auf zum den Sieg gehen. Sikarian. Das hat ihm nicht gefallen. Da geht er direkt auf Jost drauf. Dann darf Jost auch direkt nochmal ein. Gelinge im Schein der Marder. Obwohl besser ist. Alle hier rüber. Genau, unterstützt sie mal. Weiterer Meisterschuss. Magica Perturbatio. Sollte der eigentlich auch direkt weg sein. Oh, selbst das beschworene Skelett greift mit an. Interessant. Gute Entscheidung. Das sind schon wieder drei. Das ist seltsam, dass die manchmal irgendwie wieder aufstehen. Was sein? Oder ist das irgendwie. Oder sehe ich da irgendwas? Okay. Gut, gut. Du beschwörst mal ein neues. Sikarian. Oh. Alle mal hergehört. Echt praktisch, so ein Vieh. Einmal den drauf. Folgt mir. Ja! Todesstich reicht nicht aus. Interessiert mich gerade, wie viel hat sie denn im Ausdauer? Oh, das müssen wir unbedingt machen. Unbedingt machen. Konstitution 13 hast du. Wir müssen irgendjemand finden, der Ausdauer höher macht bei dir. Das ist ja total wichtig. Deception. Todesstich. Was? 6. Auf den da bitte. Verklickt. Und nochmal den Meisterschuss. Der andere fällt sowieso jetzt. Das bin ich. Sehr gut. 4 Wunden. Zack. Und dann kam der Meisterschuss hinterher und dann war's das. Folgt mir. Da würde ich sagen, ist das eine gute Stelle für Frank. Wir haben einen weiteren Schlüssel gefunden. Und im nächsten Video suchen wir uns mal den anderen. Bis demnächst, euer Chojin.